Hallo, liebe Leute, da sind wir wieder. Ja, es ist ein paar Stündchen her, dass ich die letzte Aufnahme gemacht habe. Für euch sind es mehrere Tage wahrscheinlich. Ah, es klappt tatsächlich, wie geil. LTF hat mir einen kleinen Tipp gegeben, was diesen Cutter angeht. Und werden wir gleich mal berücksichtigen. Oh, lange Gänge. Lange Gänge sind immer toll. Und irgendwie sehe ich jetzt nichts mehr und komme nicht weiter. Was ich auch nicht so ordentlich finde. Ja, toll. Da hat er mir auch was zugesagt, aber ich habe noch nicht verstanden... Oh, dieses Internet regt mich so auf. Ich habe noch nicht wirklich verstanden, wie ich das machen soll. Ja, und nun? Boah. Ich könnte die nehmen, aber pff, man fragt mich jetzt bitte nicht wie. Das finde ich doof. Wie mache ich so sowas? Schnief. Hier spricht Benson. Alle mal herhören. Sie benutzen die Lüftungsschächte. So bewegen Sie sich durch das Schiff. Bleibt weg von den... Achtung! Zurück! Zurück! Toll. Hm. Für ganz Dumme ist hier natürlich auch eine Tür. Kopfkratzen ist später. Ungünstiger. Ja. Die Rennentaste ist dort. I can not see anything. Ach Gott, komm. Ich bin ein wenig müde, wie man vielleicht hören mag. Vielleicht nicht unbedingt die beste Dings, um weiter zu zocken. Finde ich geil, dass er sich so schnell umdrehen kann. Finde ich wirklich, wirklich cool. Plasma-Energie. Ja, damit. Ach, ich bin ja voll, ja, ja. Ich bin hackedicht. Och, Mann. Ist hier überhaupt was? Ich sehe überhaupt nichts. Ich mag Dunkelheit nicht so gern. Ach, du Alarm. Hi. Entschuldigung. Sorry, aber... Ja, ist gut, Mann. Ich drücke immer diesen verflucht falschen Knopf. Das Ding ist, ich nehme die Knarre gerade nur, weil ich so besser sehe. Ich bin müde. Ich bin müde. Bin wahrscheinlich gleich wieder wach, weil ich mich vor irgendwas erschrecke. Oder vielleicht auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ach Mann, das mit dem Ding geht mir jetzt voll auf die Nerven. Wer mag schon Fahrstühle? Fahrstühle in Horrorgames sind wohl irgendwie immer Alarmsignal Nummer 1 für irgendwelche Scheiße. Hm. Oh Gott, irgendwie. Was ist denn das da bitte? Achso, Blut für ganz doofe, ja. Und ja. Ne? Hallo. Da ist ja noch einer. Nee, das ist nicht. Hä? Ist das jetzt noch einer oder derselbe? Ich bin verwirrt. Hm. Guten riesen Unterschied habe ich bislang nicht gesehen. Da, mit dem Cutter, aber es ist bestimmt von Vorteil. Oh, hör doch mal. Ich muss mit dieser verfickten Leertaste aufhören. Ehrlich, das ist ja so schlimm. Ja, das Ding ist, ich glaube nicht... Ach! Wir sind wieder hier. Cool. Isaac. Was? Wir haben es auf die Brücke geschafft. Gut. Das ist ein Albtraum hier. Kein einziger Überlebender. Wir versuchen uns zum Hauptrechner durchzuschlagen. Wünschen Sie uns Glück. Wünschen Sie uns Glück? Ihr rennt ja wenigstens zu zweit rum. Ich renne hier ganz alleine und ihr... Ihr seid ja mal wieder richtig funny. Reddits. Yay. Lauter Akten. Oh, Medipack. Natürlich. Das ist voll. Dann fressen wir halt mal eines. Ja, ich weiß, man kann es in einem Safe ablegen, aber ich habe bislang keinen gesehen. Oder ich habe ihn übersehen, was irgendwie dasselbe ist, aber was soll's. Ach, upsala, war richtig. Na gut, dann.
Ach Gott, okay, ja. Dead Space im Müde-Modus. Ja, ich hab dich gesehen. Wo bist du denn bitte hin? Ja, das habe ich mir ja fast gedacht. Upsala. Ja, ich hätte ihn vielleicht mal ein bisschen näher rankommen lassen. Ja, wie gesagt, offensichtlich hoch 18. Ich habe eben, wie gesagt, mit LTF gesprochen. Er findet es nach wie vor unglaublich gruselig. Ich kann es immer noch nicht so ganz nachvollziehen. Ich gehe jetzt einfach mal ganz nach hinten, was natürlich nicht geht. Ich habe gedacht, ich könnte damit Gegner hervorlocken, aber scheinbar war das ein Trugschluss. Laden, 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 laden. Ich sehe leider nicht so viel. Ja, ich glaube, ich sollte raus. Nein, nicht stampfen, Penner. Scheiße, ich wollte springen. Ich hasse diese beschissene Taste von WoW. Ich wollte springen und hab gestampft. Oh, du scheiß Schiff, warum gehst du kaputt? Aber irgendwie war das ziemlich ungünstig. Hi. Ja, genau. Flieg mir genau von die fucking Füße. Du bist auch tot. Da hinten kommt noch einer. Und noch geil. Prima Ballerinen. Geil. Oh mein Gott. Wie geil. Ach, was ist das war schon wieder. Was ist mit dem Shuttle passiert? Das war unser Ticket nach Hause. Der einzige Weg, das Schiff zu verlassen. Oh. Kendra. Nein, Hammond. Das ändert alles. Lassen Sie mich doch nachdenken. Genau. Haben Sie Zugriff auf den Hauptrechner? Moment. Das bringt nichts. Ich kann nicht auf die Primärsysteme zugreifen. Dafür bräuchte ich die Autorisierung des Captains. Und wo ist der Captain? Tot. Hier ist der Captain Benjamin Mathias. Aufenthaltsort? MedLab. Status? Verstorben. Nein. Wie? Ja, wie? Ich habe keinen Zugriff auf diese Informationen. Finden Sie den Captain, dann haben Sie auch seine Rig. Und mit seinen Autorisierungscodes habe ich Zugriff auf diesen Rechner. Shit. Isaac, ich schicke Ihnen die Monorail zurück. Gehen Sie zur Krankenstation und finden Sie seine Rig so schnell Sie kann. Was war das? Ja, viel Spaß, viel Freude, viel Glück. Willkommen im Club, liebe Leute. Ja, ich bin gemein, ich weiß. Ey, diese ehrlich, ich muss es mir wirklich, wirklich, wirklich abgewöhnen. Versuchen zu springen auf der Leertaste. Das ist echt ungünstig. Really, really, really ungünstig. Jop. Näher ran, bitte. Ach ja, stimmt. Ich kann mir leider nichts wirklich merken. Mir fehlt irgendwie so ein bisschen Fahrstuhlmusik. Oh, ist aber eine lange Fahrt. Regel Nummer 1 in Dead Space, immer zielen. Shop! Halt doch mal die Fresse, jetzt mal im Ernst. Dieses Mädel, ey, egal wann man was macht. Bla bla blubbel de blubbel die blu. Ein Shop. Betreten. Ja, wir betreten diesen Shop, der so unglaublich schwierig zu betreten ist. Ach du Scheiße. Wo ist mein. Oh, 19.000. Ich könnte mir schon. Impulsgewehr. Naja. Anzug Level 2. Ich habe 19.000 Credits. Fuck, hätte ich ein bisschen mehr. Ich würde. Die Strahlenkanone war ganz gut, ne? Verfangen hier. Kriegst einen neuen Anzug. Bist du happy? Bist du besser geschützt? Das ging aber schnell, muss ich sagen. Jetzt schon einen neuen Anzug? Wow. Ich meine, ich mag den da eh nicht. Der sieht scheiße aus, aber. Finde ich.
Aber, naja. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen bin, aber ich bin wirklich ein wenig müde. Gut, Anzug nur mit mehr... Ja, mit mehr Böhr. Ich mag solche Anzüge nicht sonderlich. Ich hätte ja lieber eine Frau gehabt im hautengen Dress. Okay, whatever. Stasepack. Nö. Nicht wirklich, nicht wenn man sie irgendwo... Ach hier, die soll toll sein. Das da. Kauf sie dir, werd glücklich. Und die Escape. Krieg ich auch einen Speicherpunkt? Jetzt habe ich wahrscheinlich diese Knarre, ne? Wie mein... Nee, ich habe noch die Waffe. Ja, ausrüsten. Gut. Wollte ich nur gewusst haben. Ich wollte mich jetzt nicht gleich... Ah, da ist das Ding ja. Ich wollte nicht gleich diese Munition verhauen. Ja, hier kann ich jetzt noch nichts machen, weil ich keinen weiteren Dings gefunden habe. Keinen weiteren Knoten. Was natürlich doof ist. Und eigentlich ziemlich albern, überhaupt daran zu gehen. Aber nicht, dass ich jetzt irgendwas verpasse. Aber es ist wieder nur dieselbe Werkbank. Das sieht schon ganz schön geil aus, finde ich. Aufgabe erfüllt. Yay! Ich glaube, wir sind jetzt im ersten Kapitel durch, ne? Yay! See you next mission, hahaha. Na, aber was glaubst du denn, ey? Da kannst du aber einen drauf lassen, Kollege. Ja, ich möchte wirklich speichern. Meine Fresse. Intensivellalala. Schmerzlichen Dank. Tja, gerade ein Speicherpunkt wäre eigentlich ganz praktisch hier aufzuhören, aber irgendwie wäre der Part dann ziemlich kurz. Oh. Alles in Ordnung, McCoy. Er ist hier. Naja, in Ordnung. Du brauchst keine Angst zu haben. Ist anders. Ich wusste, du würdest kommen. Wie du es gesagt hast. Ich habe das hier für dich aufbewahrt. Kann ich jetzt gehen? McCoy will mich zum Shuttle bringen. Yep, passt schon oder so ähnlich. Allein ist es alles wieder gut. Für den ist es auf jeden Fall gut. Er ist jetzt in einer anderen Welt, einer besseren. Setzen Sie die Chinese ein, um Objekte zu bewegen und zu werfen. Wie? Wie setze ich denn den Chinese-Modus ein? Ich stelle mich wahrscheinlich wieder unglaublich blöd an. Excuse me. Aber ich weiß es gerade wirklich nicht. Das ist für die Scheiße. Denn, wie gesagt, ich habe noch nie... Ich ahne hier irgendwie was. Hat der da... Lol. Geil. Ach, jetzt kann ich mehr schleppen. Oh, wie geil. Ja, zappel du mal. Kam das eben aus ihm raus oder lag das da einfach so? Nee, das lag da einfach so. Okay, genug Leichen geschändet. Kann ich hier irgendwas machen? Ich versuche mich gerade, um dieses Ding rumzudrücken. Wie macht man das? Bin ich jetzt mal im Ernst? Ich weiß es nicht. Ach, ich weiß, Kimiko. Oh mein Gott. Du bist so ein Kackbuhn. Ich weiß, habe ich auch kein Problem mit. Ich meine, ich habe schon ein Problem damit, weil ich hier gerade nicht weiterkomme, aber ich habe kein Problem damit, als ausgebuht zu werden. Moment. Ja, ist klasse. Ich bin einfach zu blöd, es zu benutzen. Nein. Mann. Da oben sind Barkategorien. Ich würde diese gerne wechseln, verfluchte Axt. Aber ich weiß ja leider nicht, wie. Ah, toll. Ich will nicht die scheiß Mission. Ich will auch nicht... Oh, 4 Kapitel? Nee, es gibt noch mehr, oh Gott, sagen, was?
Okay. Kapitel 12. Ach du Scheiße. Na, das wird ja witzig. Chinesemodul. Setzen Sie Chinesen ein, Objekte zu bewegen. Ach nee! F. Aha. Ich habe mich natürlich wieder nur hier um die Hälfte bemüht. Genial. Scheiße nochmal. Nö. Nochmal? Oder so ähnlich. Mein Gott, mach doch mal den Scheiß weg. Wie schieße ich diese Scheiße? Ah! Geil. Oh, meine Güte. Heben Sie Schemata auf, um den Schobel hinzuzufügen. Ach so. Ich glaube, das kriege ich noch hin. Boah, ich hab's geschafft. Kimiko ist ja so toll. Oh Mann. Ja, ich gebe zu, ich bin grottenlos. Isaac, was? Sind Sie noch da? Ja. Wir wurden angegriffen. Kendra ist tot. Gerade war sie noch hier und dann... Ich kann nicht glauben, dass ich sie verloren habe. Wir können das noch schaffen. Bringen Sie mir die Codes von der Rig des Captains und dann suchen wir Nicole. Nicole. Die Crew hat die Tür zum Erste-Hilfe-Flügel verbarrikadiert. Sie müssen sie sprengen, wenn Sie zum Leichenschauhaus wollen. Besorgen Sie sich Thermit in der Medikamentenausgabe und ein Schockpad aus der Zero-G-Therapy am Ende des Flurs. Mit diesem Rauschen ist die Kommunikation zwecklos. Jo. Nie fliegen, Free Dive. Na la 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 la. Irgendwie habe ich diesen Ort durch meine Schwester in Erinnerung. Und irgendwie habe ich das. Ach du Schande, eine Bombe. Na Halleluja. Warte, Moment, Moment. Speicherstation. Halleluja. Ich weiß, dass man nicht an der letzten Speicherstation anfangen muss, wenn man stirbt, aber. Naja. Ups, bin auf die Taste gekommen. Ich mache hier einen kurzen Schnitt und wir sehen uns dann beim nächsten Run. Bye, bye.